Beine. Fertig. Ja genau, Keks, los. Die erste Runde drehe ich aber alleine. Ich muss die neuen Inliner ja erstmal ausprobieren. Du bist später dran, versprochen, ja? Na dann, wollen wir mal ordentlich Hackengas geben. Sport tut gut. Herr Fuchs, Ihre Post? Hallo. Jetzt passt es gerade nicht. Sehr schön. Mensch, die tollen ja rollen ja toll. Aber irgendwas reibt noch an der Ferse. Mal nachsehen. Oh, eine Blase. Mann, wo kriege ich denn jetzt ein Pflaster her? Ha, eine Apotheke, das trifft sich ja gut. Und dann wollen wir mal. Hallo, ich brauche ein Pflaster. Gerne. Wie groß brauchen Sie es denn? Naja, so Fersenblasen groß, würde ich sagen. Ja, die müssten reichen. Darf es sonst so etwas sein? Nee, danke, das war's eigentlich schon. Ah, der Herr Paschulke. Das hilft auch gegen meine Nackenverspannung? Ja, sicher, wird sehr gerne genommen. Na gut. Und dann bräuchte ich noch was für die Verpackung. Na, beim Großeinkauf? Ah, Herr Fuchs, ja, nur ein paar Wehwehchen. Da muss ich nicht gleich zum Arzt gehen. So, so, Wehwehchen. Na, die würden Sie auch ohne Medizin wegbekommen. Mit einem bisschen Bewegung. Ja, Bewegung, das sagt der Richtige. Ich humpel jedenfalls nicht durch die Landschaft wie ein fußkranker Storch. Und wenn Sie auf meine Figur anspielen, ich halte mein Gewicht schon seit Jahren. Hier, nehmen Sie mal. Es sind genau ein paar Gramm zu viel, wie mir scheint. Ihre Waage ist kaputt. Kann man nur so ein altes, schwaches Ding in der Apotheke aufstellen? Also ich finde mich jedenfalls richtig so. Ist ja gut, Herr Paschulke. Aber vielleicht sollten Sie es wirklich mal mit Sport versuchen. Das macht wirklich Spaß und ist gesund. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ha, gesund. Sie sehen ja, was Sie davon haben. Sport ist Mord. Und übrigens, die Menschheit hat ewig gebraucht, damit sie so bequem leben kann wie heute. Und da soll ich freiwillig wieder rumschnaufen und schwitzen wie ein Höhlenmensch? Sehe ich etwa so aus? Nein, in Ihrer schicken Schale natürlich nicht. Tolles Hemd übrigens. Aber ich meine, darunter steckt doch derselbe Körper wie der des Höhlenmenschen. Da hat sich eigentlich in den letzten 30.000 Jahren nichts verändert. Aha. Vor 30.000 Jahren mussten die Menschen sogar sehr sportlich sein. Und vor allem gut zu Fuß. Fahrräder und Autos gab es ja noch nicht. Die brauchten kräftige Hände und geschickte Finger. Und nur die stärksten Jäger hatten Erfolg bei der Jagd. Naja, meistens jedenfalls. Ging's mal schief, brauchten sie sehr, sehr schnelle Beine. Und etwas Glück. Und dazu mussten sie, ja, klettern können wie die Affen. Na komm schon, schnell hoch. Das klappt ja.
Na, noch nicht ganz in Sicherheit. Oder manchmal mussten sie auch springen. Wie die Kängurus. Puh, geschafft. Oh nein! Puh, ein anstrengendes Leben. Ohne Pausen zum Verschnaufen. Damals war Kraft und viel Ausdauer lebensnotwendig. Und genau dafür ist unser Körper gebaut. Mit kräftigen Knochen und Gelenken und starken Muskeln dran, um das Ganze zu bewegen. Die Muskeln brauchen dafür jede Menge Sauerstoff. Der kommt beim Atmen über die Lungen in den Blutkreislauf und so zu den Muskeln. Wird's für die Muskeln mal so richtig anstrengend, läuft der Kreislauf auf Hochtouren. Man kommt mit dem Atmen kaum noch nach und das Herz schlägt schneller und schneller. Ja, ja, geschafft. Alles eine Frage der Ausdauer. Oh je. Und die muss man wohl immer wieder gut trainieren. Ja, wir leben also immer noch im Hochleistungskörper des Höhlenmenschen. Nur, dass wir ihn kaum noch benutzen oder viel zu einseitig. Wieso einseitig? Ja, eigentlich sitzen wir immer nur rum. Ob in der Schule oder im Büro, danach im Auto oder zu Hause vorm Fernseher oder auf dem Sofa oder auf der Treppe oder sonst wo. Na und? Ich sitze gern. Ja, aber sitzen ist für ein A. Aber Herr Paschulke, wer rastet, der rostet. Können Sie sich noch an Ihren Beinbruch erinnern? Natürlich, aber nur ungern. 4 Wochen Gips und danach waren meine Muskeln ganz dünn und schwach. Ja, weil sie nicht benutzt wurden. Und so macht es der Körper mit allem. Was nicht gebraucht oder bewegt wird, wird gnadenlos abgebaut. Das Herz wird schwächer, die Knochen werden brüchiger, die Muskeln werden schwach und unflexibel, man wird steif. Meine Nackenverspannung, hören Sie doch auf! Ja, und maulig und unzufrieden wird man außerdem. Rutschen Sie mal ein Stück. Und Sie meinen, mit Sport kann ich mir ein bisschen was von diesem Urmenschen zurückholen, Uga, Uga, Uga? Ja, es gibt so viele verschiedene Sportarten, da ist auch bestimmt eine für Sie dabei. Sie müssten es nur mal ausprobieren. Oh, ich weiß nicht. Naja, gut. Dann ziehe ich mal meinen Trainingsanzug an. Oh. Oh. Aber meine Nase, Sie mit Ihrem 9-mal klugen Geschwätz. Für jeden gibt's die richtige Sportart. Na ja, gibt's ja auch. Wie wär's denn für Sie? Ach, hören Sie doch auf. Sport ist Mord. Das habe ich schon immer gesagt. Ach, was ist das denn? Der Gutschein, den habe ich ja schon überall gesucht. Was für ein Gutschein? Für den BSV, den Bärstädter Sportverein, für ein Fitnesstraining. Ich kenne da eine Sportlehrerin, die Christina. Die weiß bestimmt die passende Sportart für Sie. Im Sportverein. Na ja, gut. Fragen Sie sie ruhig. Aber nehmen Sie dieses Mordinstrument weg. Ich setze mich jetzt erstmal auf meine Hollywood-Schaukel. Ja, und ich laufe schnell zum BSV. Hallo. Oh, Entschuldigung.
Das hier ist das Sportzentrum des BSV. Jetzt muss ich hier irgendwo nur noch Christina finden. Hoffentlich hat die heute nicht Badeaufsicht am See. Mal sehen. Da. Ob hier einer einen Plan hat? Nee, kein Plan. Hier gibt's ja einen Plan. Handball, Step Aerobic, Hockey, was die nicht alles anbieten. Fritz, was machst du denn hier? Hallo Christina, ich brauche mal einen Tipp. Was brauchst du? Warte doch mal. Oh, ich kann jetzt nicht in einer Stunde, ja? Was machen wir jetzt? Die ist ja in Bewegung, die Gute. Wie alles hier. Ratschlagen. Nicht schlecht. Oder hier, das macht er auch nicht zum ersten Mal. Eine Übung am Barren. Die haben einfach ganz früh angefangen zu trainieren. Eigentlich ist ja Spielen auch schon so etwas wie Sport. Man lernt sich geschickt zu bewegen und trainiert gleichzeitig den Gleichgewichtssinn und die Muckis. Das fällt auch den Allerkleinsten nicht schwer. Und mutig wird man dabei auch noch. Mit etwas Übung kriegt das jeder hin. Viel passieren kann ja nicht. Hoppla, Hauptsache gut gepolstert. Und außerdem macht es einen riesen Spaß. Hüpf. Vor allem, wenn es um die Wette geht. Oder hier mit dem Trampolin hoch in die Luft. Entweder einfach nur so. Oder sogar mit Salto überschlagen. Hui, sagenhaft, wie sie das macht. Ein perfekter Handstand. Für diese ganz schwierigen Sachen muss man natürlich etwas länger trainieren. Und wenn es dann endlich gelingt, freut man sich umso mehr. Ja. Ist Christina Zeit für mich? Da kann ich mich ja noch ein bisschen umschauen. Aha. Preise und Pokale. Schwimmhalle, Gymnastikraum. Fitnessraum. Lauter ausgeklügelte Geräte, um die Muskeln zu trainieren. Für jeden einzelnen Muskel gibt es eine spezielle Maschine. Richtige Hightech-Apparate. Aber hier, die guten alten Hanteln, die gibt es auch noch. Na dann. Ja. Ist nicht ganz meine Gewichtsklasse. Aber hiermit kann man doch auch trainieren. Hallo. Hallo. Was machst du denn da? Trainieren. Aha. Bist du neu hier? Ja, sozusagen. Ich habe hier einen Gutschein für ein Vierteljahresabo, den wollte ich einlösen. Fritz Fuchs. Na fein. Ich bin der Olaf, ich leite hier die Kurse. Das sieht gut aus, was du da machst, Fritz. Das bringt bloß nichts. Warum denn nicht? Naja, um Kraft zu trainieren, da musst du die Muskeln richtig fordern. Und das geht nicht mit so einem Hundeknochen. Willst du gleich mal eine Proberunde machen? Proberunde? Ja, warum denn nicht? Okay.
Dann vielleicht erstmal ein bisschen was zum Warmmachen. Mhm. Du stellst dich da drauf. Ja. So. Und los geht's. Gut so. Nimm den Kopf ein Stück nach hinten zu. Und auch so. Einatmen und ausatmen. Oh. Oh Mann, ich bin am Ende. Und davon soll ich fitter und stärker werden? Oh. Oh. Das sollst du nicht nur. Das wirst du auch. Aber nicht gleich heute. Pass auf. Stell dir vor, deine Muskeln haben vorhin noch genau so viel Saft gehabt. Dann haben sie jetzt, nach der Belastung vielleicht noch, so viel. Allerhöchstens. Aber in den nächsten 2-3 Tagen, da wirst du essen und trinken und schlafen. In der Zeit reagiert dein Körper auf die Belastung. Schraub mal auf. Ach, du meinst, er erholt sich? Ja, genau. Er füllt seine Speicher wieder auf. Und zwar nicht nur so weit, sondern für eine kurze Zeit sogar so weit. Das ist der Trainingseffekt. Ah. Und wenn ich dann wieder trainiere, dann füllt er sich noch mehr auf und noch mehr und noch mehr? Genau, du wirst immer fitter. Vorausgesetzt, du trainierst immer genau dann, wenn du am meisten Kraft hast. Aber nicht zu spät und auch nicht zu früh. So alle 2-3 Tage? Ja, das ist ein guter Rhythmus. Na gut, also dann stehe ich in 2-3 Tagen wieder auf der Matte, wenn es der Muskelkater zulässt. Okay, gern. Sag mal, jetzt ist ja schon mehr als eine Stunde vergangen. Weißt du vielleicht, wo ich Christina finde? Ich brauche nämlich dringend einen Tipp von ihr. Christina, die müsste in der Gymnastikhalle sein. Aha. Wo ist das? Hier, da runter und dann links. Na dann danke und bis in 2-3 Tagen. Wahrscheinlich. Hallo, hallo. Ich glaube, hier vorne ist noch was frei. Ah. Christina, endlich, jetzt aber. Pass auf. Jetzt bist du schon wieder zu spät. Jetzt kann ich nicht mehr. Was macht ihr denn hier? Bauch, Beine, Po. Bauch, Beine, Po? Aber die braucht man doch nicht machen. Die hat man doch mehr oder weniger. Hm? Dafür muss man aber auch was tun. Willst du mitmachen? Ja. Uiuiui. Mädels, wir haben heute Herrenbesuch. Also, dann mal aufwärmen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und hoch. Und das Knie. 3, 4. Und lecker. Die Knie hoch. 1. Fersen an den Po, Fritz. 3, 4. Und gerade. Und für alle, die etwas anderes wollen, es gibt ja noch jede Menge anderer Sportarten. Hoch aus der Luft, ins Wasser, schwimmen in allen Variationen. Rückenschwimmen, Synchronschwimmen, Wasserball und da, Segeln. Sehr schön. Mache ich auch gern. Reiten. Oder im Schnee Skispringen. Tja, auf dem Eis unterwegs mit heißen Kufen. Oder im Sommer auf Inlinern. Basketball. Fußball. Tennis. Kampfsportarten. Hier was Ausgefallenes. Das Rhönrad. Ein doppeltes sogar. Breakdance. Und
atmen. Und. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das reicht dann aber auch für heute. Aber hat Spaß gemacht. Freut mich. Trink erst mal was. Danke. Wobei kann ich dir denn helfen? Ja, ich berate gerade meinen Nachbarn gesundheitlich. Und das ist ein echt schwieriger Fall. Ehemaliger Fußballprofi, der nicht weiß, wann er aufhören soll. Im Gegenteil. Sitzprofi. Sessel, Sofa, erste Liga. Und wahrscheinlich mit sicherer Erfahrung, was? Und ich habe geprahlt, dass es für jeden die passende Sportart gibt. Die gibt's ja auch. Ich glaube, ich habe da was für dich. Das trainiert viele Muskelgruppen gleichzeitig, schont die Gelenke, ist gut fürs Herz. Nordic Walking. Und es macht vor allen Dingen auch noch Spaß. Na super, das ist es doch. Ich leise dir. Danke, Christina. Und auf bald. Tschüss. Tschüss. Tja, jetzt hat Herr Paschulke keine Ausrede mehr. Naja, Inliner sind mir lieber, aber für den Herrn Nachbarn ist es genau das Richtige. Ach, da ist er ja. Hallo, Herr Paschulke. Ja, Tag, Herr Fuchs. Was soll denn das? Wollen Sie Skifahren im Sommer? Nee. Schönen Gruß von der Christina. Die hier sind für Sie. Das ist Ihre Sportart. Nordic Walking. Nordic was? Walking. Vielen Dank für die Mühe. Aber ich habe mich schon selbst beim Sportverein angemeldet. Herr Paschulke, Respekt. So schnell beim BSV? Ich muss jetzt auch zum Training. Was, aber Sie haben ja gar keine Sachen dabei. Sie wollen doch nicht so ins Sportzentrum. Doch, aber wir trainieren nicht in der Halle. Ach, wo trainieren Sie denn? Im Vereinslokal. Für welche Sportart haben Sie sich denn angemeldet? Hier, Skat. Naja, wir spielen zweimal die Woche. Da geht's richtig zur Sache. Ich muss jetzt auch. Tschüss. Tschüss. Ach ja, und Sie sehen ja, ich gehe zu Fuß. Hin und zurück. Naja, die einen skaten, die anderen skaten. Ah, Herr Fuchs. Ah, Post gibt's. Jetzt aber. Wunderbar. Dankeschön. Das ist es. Nordic Skating. Ja, das ist wie Skifahren im Sommer. Mit Schlittenhund. Ja, Keks, zieh.